Kann ich hier weg? Kann ich nicht. Will aber auch nicht weg. Alles gut. Ich lese da etwas von einer Viruserkrankung, die sich hoffentlich nicht hier einschleicht. Marvin Knoll lässt in einem Interview seinen Unmut über das Defensivverhalten von Joao Felix freien Lauf. Joao Felix ist daraufhin stocksauer und will nichts mehr mit seinem Mannschaftskollegen zu tun haben. Könnt ihr bitte aufhören, euch alle zu streiten? Was ist das für ein dievenhaftes Verhalten? Gerade von Marvin Knoll. Temperament, ja. Okay, Leute, vielleicht können wir davon irgendwie profitieren, dass sie sich alle so anstacheln, dass wir jetzt gegen Darmstadt was reißen. Das wird jetzt ein verdammt wichtiges Spiel. Das wird jetzt ein verdammt wichtiges Spiel. Das wird unfassbar wichtig. So. Jetzt zählt's, ne? Jetzt zählt's ganz einfach. Und bitte, kommt. Hinspiel haben wir 3-1 gewonnen. Der Sieg ist definitiv möglich in Darmstadt. Drauf, kommt, ihr könnt das! Die Experten vom Fußballmanager-Team tippen auf einen 2-1-Sieg für Pauli, danke! So. Gelbe Karte Darmstadt. Flanke von Dudziak wird abgefälscht. Für Heuer Fernandes eine Herausforderung, der meistert die aber gut. Wir können weitermachen. Was ich ganz gern machen würde, wenn wir Alex Meyer haben... Hohe Flanken. Der Ball fliegt Richtung Tor. Fernandes ist glücklicherweise zur Stelle. Aber nächste Chance für uns irgendwie. Gelb für Darmstadt. Die nächste gelbe Karte. Und nächste Chance für Pauli. Alex Meyer ist durch. Legt zu Joao Felix. Der ist einen Tick zu spät dran. Und Fernandes kann den Ball aufnehmen. Aber weiter so. Weiter so. Joao Felix kommt zum Schuss. Der Ball wird vom Torwart nicht weggefaustet. Xulu ist gerade noch so vor Meier da. Freischuss von der linken Seite für Darmstadt. So. Oh nein, und unser Torwart macht einen Fehler. Und unser Torwart macht einen Fehler. Okay, ja. Ob Himmelmann das passiert, wer wissen wir nicht. Ist egal, weitermachen. Weitermachen, nicht davon runterziehen lassen. Eigentlich. Was passiert hier? Geh vorbei. Geh vorbei und mach das Tor. Adrian Stojan, ich sehe ein Tor. Ich sehe ein 2:2. Adrian Stojan drückt nur noch über die Linie. Es steht 2:2. Es steht 2:2. So. So. Knoll. Abivor kommt alleingelassen zum Kopfball, platziert den genau auf den Torwart. Boah, und 3-2 wäre krass. 4 Minuten Nachspielzeit, das ist ein unfassbares Spiel. Das scheint ein unfassbares Spiel zu sein. Marvin Knoll läuft an, an den Pfosten, Tor! 3-2. Nachspielzeit, erste Halbzeit.
Wow, 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 wow. Bin sehr zufrieden. Wir müssen uns über unseren Torwart nicht aufregen. Selbstvertrauen schlecht. Wir boosten ihn. Wir boosten ihn. Er kann überhaupt nichts dafür. Komm, du kannst es besser. Du setz dich einfach nicht unter Druck, Mann. So, und jetzt bitte. Marcel Schmidt ist der Schiedsrichter. So gut zu wissen. Gern das 4-2. Aber Alexander Meyer staubt zum 4-2 ab. Genau dafür haben wir ihn. Genau dafür haben wir ihn. 4-2 Alex Meyer. Der hat damit seinen Job für heute gemacht. Darf raus. Sehr gut. Joao Felix geben wir weiter Spielzeit. Ganz stark von Alex Meyer. So. Drei, vier. Verspielt mir das nicht. Verspielt mir das einfach nicht. Spielt es einfach mit Konzentration zu Ende. Spielt es bitte mit Konzentration zu Ende und holt diesen Sieg. Der wäre wichtig. Joao Felix. Torwart verschätzt sich. Ecke. Stadion ausverkauft. So, ich würde Sobotta gern bringen. Für Weidmann. 71. Minute. Wäre ein wichtiges Ding. Samir Lagui schaut kurz nach rechts. Steuern. Flankt sofort in die Mitte. Marvin Knoll kann den Kopfball nicht drücken und der Ball streicht über die Latte. Oh. Boah, das ist so ein Spiel, da hängst du auch vorm Fernseher, ne? Eieiei. Hochmar für Avevor. Bringt es über die Zeit. Buchtmann zieht aus 10 Metern ab. Zu weit nach rechts. Patrick Herrmann. Warum spielt denn... Ah, okay. Ich hatte einen anderen Patrick Herrmann im Kopf. Gute Flanke steuern. Buchtmann. Ah, weit am Tor vorbei. Konzentriert euch. Konzentriert euch. Bringt's bitte über die Zeit. 2 Minuten. Komm. Sieg. 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 Und der war wichtig. 4 Punkte Vorsprung auf Arminia Bielefeld. Hamburg gewinnt 1-0 gegen Sandhausen. Die müssen sich auch mühen. Also Hamburg muss auch extrem kämpfen. Hamburg muss auch extrem kämpfen. Und Köln spielt nur 1-1 gegen unseren nächsten Gegner, Union Berlin. So, aber wichtiges Ding. So. Christopher Buchtmann ist wegen der Magen-Darm-Grippe erstmal raus. Oh, und er hat sich den Arm gebrochen, unser neuer Mann. Okay, das heißt, wir lassen Kvesic mal daran oder müssen halt vielleicht auch gleich was am System umstellen. System umstellen würde heißen... Ja, wir gucken erstmal, was Kvesic macht. So. So, wir sind wieder Manager Level 2.
steuern und Knoll mit einem starken Spiel. Neudecker fällt an schwachem Fuß. So, ich mache nicht mehr alles hier, ne? Gut. So, mindestens ein Jugendspieler hat einen Mentor, der nicht zu ihm passt. Das beheben wir doch im Handumdrehen. So, auf Robert Joule sollte man aufpassen. Schon 3 Doppelpacks erzielt. Ich würde ganz gern Joao Felix als Spielmacher nehmen. Ja, für unseren Torwart, wir dürfen da echt nicht, also... Klar, das ist für ihn eine richtige Kacksituation mit 17. Mit 17, musst du dir mal überlegen, steht er jetzt bei uns da hinten drin? Krass. Krass. Aber lass den mal was werden und wir können den dann verpflichten. Also es ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Das Lehrgeld müssen wir jetzt zahlen. Es ist halt super unglücklich, was jetzt bei uns passiert. Auch wenn ich überlege, hier ist ein Eigentor gefallen, auch gegen Darmstadt zum 2-0. Und trotz, also uns gelingt es trotzdem, dieses Spiel zu gewinnen, das finde ich stark. Und ich finde, darauf kann die Mannschaft aufbauen. Darauf kann diese Mannschaft definitiv aufbauen. So, Joao Felix, der muss halt irgendwie ordentlich integriert werden. Ja, Joao Felix wird versichert. Der ist wichtig. Ja, der ist noch jung. Der ist noch jung, der ist hungrig. So. Union Berlin. Zwei gegen 6. Okay. Das ist ein Duell auf Augenhöhe, ne? Wir gehen keinem Zweikampf auf den Weg. Seid eine Einheit. B1. Leute. Millerntor. Alles an Unterstützung von den Fans. Draufgehen. Und das Spiel über den Fight gewinnen. Joao Felix schlägt einen Haken. Und Netz überlegt ein, nach 2 Minuten ein Sensationstor von Joao Felix. Eins zu 0 für uns. Und es gibt erstmal keine direkte Antwort von Union Berlin. Und wir haben den Alex Meyer da vorn. Wir haben einen Alex Meyer da vorn. Und wenn der Bock hat, Freistoß Robert Joule, versucht es mit Gewalt, findet die Lücke in der Mauer. Und der Ball titscht vor unserem Torwart. Wir können jetzt nicht in jedem Spiel durch den Torwart. Boah, Robert Joule vertändelt die Chance. Andreas Weimann. Marvin Knoll, weiter Ball. Robert Joule nimmt an, zieht ab. Polter steht in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Torwart chancenlos. Ball Zentimeter am Tor vorbei. Alter! Ist okay. Bisher.
Stürmer. Weimann ist rechts durch, aber die Reingabe bleibt hängen. Ecke Marvin Knoll. Drüber geköpft. Guck mal für Avevor. Und unser Torwart reagiert stark und sichert uns das 1-1 in der 59. Minute gegen Polter. Das ist wichtig. Möchte ich erwähnt haben. So, wir gehen nochmal drauf. Hier basteln wir jetzt ein bisschen um. Habe ich Knoll ausgewechselt? Ich will Knoll eigentlich nicht auswechseln. Habe ich das getan? Wenn ich Knoll ausgewechselt habe, dann war das dumm, aber dann ist das jetzt leider volles Risiko. Dann heißt das jetzt volles Risiko. Ich wollte Knoll nicht auswechseln tatsächlich. Hab mich demnach verklickt, vercoacht, Fragezeichen, oder damit einen unterbewussten Glücksgriff getätigt. Das wird sich jetzt zeigen. Torwart meistert die nächste Herausforderung sehr gut, okay. Oh nein. Draufgehen, irgendwie versuchen. Ja, jetzt hätten wir auch gar keine andere Wahl. Chance für uns. Kvesic geht zu Boden vor der Linie. Diesmal auf der Linie, reklamiert. Schiedsrichter lässt weiterspielen. Ein 2-2 wäre ein gutes Ergebnis. 2-2 wäre ein gutes Ergebnis. Wir sind Stand jetzt punktgleich mit dem HSV. Chance für Union. Sebastian Polter. Und der trifft zum 3-1. Damit war es das. Damit war es das für diese Partie. Sebastian Polter. Ja, entscheidet das Spiel. Und damit werden wir verlieren. Ken Reichel setzt nach. Joule. Ecke. Ja. Ja, für uns geht nichts mehr. Wir rufen aber keine Krise aus. Keine Sorge. Das haben wir nicht nötig. Jetzt sind wir Dritter. Punktgleich mit dem HSV. Wie würde Uli Hoeneß sagen? Torverhältnis interessiert uns nicht. Nächster Spieltag. Gegen Köln. Dann gegen Aue. Dann gegen Ingolstadt. Boah, also im nächsten Spiel zu gewinnen wird nicht leicht. Jetzt macht auch noch eine Grippe irgendwie eine Runde durch unsere Mannschaft. Also es kommt so viel zusammen.